Du, ich benötige Pignonse, Pignonse. Ich muss zum Bäcker Brötchen holen. Also benötige ich Pignonse. Wo ist Pignonse? Aha, Marlies stellt noch ein neues Video hoch. Dann wohl. Das ist ja auch schön. Bei mir kommt dann heute wohl fast gar nichts, außer diese kleine Mitteilung, dass wir heute aufräumen. Ist ja auch schon 12. Und die Waschmaschine bummert wieder. Und schwupps, ist schon wieder Montag. Und wir müssen schon wieder in die Schule. War Nuki? Ja. Ja, leider ist es jetzt so, dass der Kollege, der sich angekündigt hat heute, um eine Reparatur auf durchführen zu lassen, bei der er dabei sein wollte, nicht kommt. Ein dritten Mal verschoben. Jetzt weiß ich gar nicht großartig, was ich mit dem weiter verfahren soll, weil einen festen Termin will, kann ich mit dem ja nicht mehr ausmachen. Also, ich habe jetzt gerade aber auch ein Angebot erhalten, und zwar für diesen Pappkarton, den ich gekauft habe, für 1 Euro. 35 Euro. Ja, dann werde ich das nämlich heute auch gleich noch wegschicken, gleich zwei Sachen wegzuschicken. Also, wie gesagt, ich mache kurz noch Internet. Wenn der Dennis da sieht, dann kurz runter wahrscheinlich. Oh, lasst uns suchen. Tada, gefunden. Die Uhr ist verkauft. Diese Pappkarton ebenfalls ist auch verkauft. Ja. Pappkarton habe ich jetzt 35 Euro bekommen. Ich weiß ja genau, also hört sich jetzt viel an. Ich habe 1 Euro bezahlt, kriege 35 Euro. Aber wenn ich jemand bin, der sowas sucht, also ich komme aus der Gegend und würde ich da immer noch wohnen in der Gegend, hätte ich, würde ich das Ding behalten. Währenddessen hier so eine Uhr. Ja, das ist eine Glashütte. Die hat ein seltenes Zifferblatt. Das ist eine Damenarmbanduhr, die habe ich jetzt verkauft für einen Fuffi. Also ist ja im Verhältnis ein leerer Pappkarton und eine Damenarmbanduhr mechanisch von Glashütte für einen Fuffi. Ja, stimmt im Verhältnis irgendwie nicht, denkt man. Ja, aber die sind häufiger, tatsächlich. Zwei Pakete haben wir. Jetzt sind noch ein paar Zeitschriften weggegangen. Das läuft wirklich nach und nach. Nicht immer, also dauert ein Jahr, zwei Jahre, bis es verkauft ist. Ja, aber dann hat man immer mal wieder ein bisschen was zu Brot, ne? Dennis ist da, Frau ist da. Jetzt geht's los. Irgendwie hat sie auch mal Seide. Deswegen wurden früher viele Maulbeerbäume gepflanzt, ja. Und in Zeiten, nachdem die DDR entstanden ist, ja, gab es so Projekte, da konntest du Seidenraupen sammeln und die hast du dann abgegeben und da wurden halt Fallschirme draus gemacht. Also als Projekt, kennst du das? War noch eine 15 Jahre. Ja, da kenne ich natürlich noch. Ich war mit dabei. Ja, persönlich, das ist auch ja, Mann. In den 15 Jahren. Wenn du mal gelesen hast. Ich konnte noch nicht lesen damals. Zu DDR-Zeiten fiel mir Lesen schwer. Das stimmt, da wurde uns ja nicht beigebracht. Nicht zu essen gehabt, keine Bildung gehabt. Dumm wie Stroh waren wir. Gefördert wurde man auch nicht. Überhaupt nicht. Ja. Oh, das je nachdem, wie du es anguckst. Oh, weia, ey. Mensch, Wolle, haltet aus! Guckt doch mal zum Fenster aus! Ah, hier das Fenster auf! Na, Wolle, schicke Jacke hast du an. Sag mal, Wolfgang, was machst du? Schläfst du, schläfst du hinter dem Fenster? Nee, Wolfgang schläft in der Wanne, das ist dein Bart, wa? Da warst du gerade pissen, wa? Hast du ja nicht ungewaschen dort? Hast du abgeschüttelt? Hast du abgeschüttelt? Ja. Ist, mehr als dreimal abschütteln, zumindest als. Ja, als Lust. Wolfgang, alle Tüte! Ja. Geh hin mal, mach dich mal ordentlich. Wir sehen uns später. Das geht so nicht. Ich muss das geht ja nicht bewegt, ordentlich, warum vernünftig. Das geht nicht. Deswegen muss ich. Was denn? Das flippt aus da drüben, das ist furchtbar. Was funktioniert nicht? Man kann ja nicht ordentlich durch die Gegend rollen, also so. Achso, du meinst mit den großen Rädern? Ja, das ist doch Schwachsinn. Durch Butter. Sind wir auch schon fertig? Schön. Oh, was ist hier? Die Mordsteine. Das hat doch Flexibilität hier. Kann ja rüberkommen, einmal hinkommen. Oh, hoppa. Ach, das ist Alexander. Ich freue mich
euch ja dafür, mal ganz im Ernst. Ich würde mich freuen. Sollen sie mal 5.000 Euro kriegen, weil das Geld ist ja gut investiert in die Bildung unserer Kleinen. Aber wenn du andererseits dann hörst, die haben alle keinen Bock und die machen frei und das geht nicht. Früher, wenn du, wurdest du ja auch des Unterrichts verwiesen und der Schule verwiesen. Ja. Wenn du scheiße warst. Ja. Scheiße, ist korrekt, aber da konnte man ja noch anders durchgreifen, wenn du jetzt dich irgendwie falsch ausdrückst, ja, oder irgendwie eine falsche Bewegung machst oder so und das Kind legt das so und so aus oder in der Alter bist du da weg vom Fenster, traut sich ja auch ja keiner mehr was. Kann sich auch ja keiner mehr vertrauen? War doch nicht so schlimm gewesen, die 1850. Keine Ahnung, kein Geburtstag, ich war ja nicht dabei. Naja, aber... Ich hab das ja nur so kennengelernt. Hat sich ja nur mal schön schlecht entwickelt. Ich bin ja nun so aufgewachsen. Ja, du bist noch in der DDR und das hat mich ja eine Serie gekriegt. Und mit Fall der Mauer ist ja das letzte Stück Preußen gefallen. Das letzte Stück Disziplin. Ich hab mein Telefon verlegt. Na so, ne, ja. Na, Mitleid gerne bekunden, das ist alles tut und schön, aber ich hätte auch gerne mein Rad wieder. Ja, schönen guten Tag. Seidler ist hier und Müller auch steht vor mir. Vom Fahrradsalon sind wir und zwar haben wir hier die Werkstatt aufgeräumt und dann haben wir noch gedacht, dass wir unseren treuesten Kunden ein Geschenk machen und zwar einen Anruf zum Geschenk, um in Erinnerung zu rufen, dass doch leider noch ein Fahrrad in deinem Besitz ist. Ah ja, und ja, wie kommst du denn zu dem Telefon, weil das ja von Talat Antik ist? Na, es ist ja alles sehr dubios und mysteriös. Du wohnst auch nicht in der alten Jakobstraße Nummer weggepixelt. So, jetzt passe mal auf. Wir sind von einem Fahrradladen. Der Herr Talat Antik hat sich ein Fahrrad ausgeliehen. Vor über einem halben Jahr, am 17.06. Dieses Fahrrad befindet sich noch in seinem Besitz. Dieses Fahrrad kostet Geld und es wäre schön, wenn er es vorbeibringen würde. Ja, irgendwas ist er faul an der Geschichte. Fahren wir mal vorbei. Fahren wir vorbei. Und beerdigen mal ihm neben seiner Frau. Ja, tut mir echt leid, ja. Aber diese Geschichte da zu erzählen, wenn das jetzt Spinnerei war, sowas macht man ja erst recht nicht. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Also, das macht den Spaß. Na, bitte mal. Ja, meine Frau ist gestorben, hat er gesagt, letztes Mal. Du hast ja mit ihm telefoniert, wissen wir. Ja, hat er gesagt. Natürlich hat er das gesagt. Was hast du denn? Vorder- und Rücklicht. Sieht so aus wie deine Kundin. Hallo. Vorder- und Rücklicht hat sie. Vorder- und Rücklicht. Und du möchtest jetzt verkaufen, oder wie? Bitte? Dann möchtest du verkaufen? Nein, nein. Ich wollte dich fragen, ob ihr mir das reparieren könnt. Oh. Ach so, am Fahrrad? Ja. Was ist das für ein Fahrrad? Hör mal, komm. Was ist denn kaputt? Vor seinen Vordern wirklich? Jo, gute Frau. War ja kein Asiaten. Hä? Doch. Hat aber Wurzeln. Wurzeln? Nicht in Heidelberg. Ja. Mein Wurzelach aus Heidelberg. Ah, guck mal, wie knapp die alle sind mit dem Geld. Kannst du ja nicht. Was willst du denn da machen? Was willst du denn für 15 Euro machen? Großartig. Noch Pedalen wechseln. Ja, aber dann kannst du. Wenn's denn geht. Na. Gucken wir mal, ob das geht. Genau. Und erstmal mal, kannst du den Wagen herholen? Kommst du hier durch? Ja, das war's. Ein Wendermanöver einleiten. Wo kann die Bären hier so? Hier? Das macht ein. Kommt die Kiste irgendwie mal her? Ich bin stand da unten im Weg. Ja, sollte man wieder im Weg stellen. Nee. Ja, aber du kannst die gerne bei Hans in den Raum stellen. Tja, worum handelt es sich denn hier? Aha, liebe Leute. Um ein getarntes Diamantrad. Tja. Nach dem Mauerfall war es halt so, welcher Ossi wollte sich noch einen Diamant kaufen, wenn er noch diese schönen Westräder haben konnte, Herkules und Co. Also wurde Flux, der Diamant nicht die Produktion eingestellt hat, einfach umgelabelt. Oder halt exportiert, ne? Und dann unter anderem Namen weiterverkauft. Ja, wir sind ja nicht blöde. Der Ossi aber, gewicht wie er ist, hat es natürlich bemerkt und hat die Dinger trotzdem nicht gekauft. Ja, und so kommt man in den Genuss, heutzutage getarnte Diamanträder zu finden unter den Namen Biria oder so.
Ja, wurden dann einfach die Dinger vertrieben. Man sieht es natürlich überall, hier steht es drauf. Diamant am Vorbau, da ist der DDR-Hebel dran. Ja, der Bremse funktioniert überhaupt nicht. Um Himmels Willen, die gute Frau hat nur 15, 20 Euro oder was Lobe zur Verfügung. Naja, es ist halt ein... Ja, jetzt wollen wir mal probieren, ob die Pedalen überhaupt noch... Hallo, wer ist denn da? Ist Caro. Caro, Mensch Caro. Was war los? Ich bin ja nicht freudig beglückt oder so. Ich bin extra schnell ran und los. Total, ich hatte damit noch nicht gerechnet, aber super. Und das hat auch funktioniert. Ja. Cool. Und das war nicht mehr zu retten hier, oder wie? Da ist jetzt noch eine Glühbirne drin, die noch funktioniert, aber wie gesagt, die Kabeldurchführung im Grunde genommen. Die ist ja so verrostet, weil das Kabel wird ja hier durchgeführt und wird dann oben ist so ein kleines Stück Kabel wieder dran, was da bis zur Lappe funktioniert nicht. Oh. Aber so. Schade. Naja, und das schwankt hier alles ganz schön. Also läuft. Ja. Ja. Hast du den Rauch da vorne, ist ja auch in Ordnung, was? Mhm. Und eben das Kabel jetzt hier. Ja. Plan für 2018, ich habe schon aufgeschrieben. Jetzt geht's los. Aber wir müssen auch wirklich und dann. Ich glaube hiermit feierlich, ich werde mich auch dahinter klemmen, dass das funktioniert alles. Natürlich. Plan für 2018. Oh, ich habe ja. Schade, dass ich meinen Hut nicht mit habe. Na, jetzt zeig doch, wir müssen mal einen Plan machen. Ich habe doch zu dir gesagt, komm doch mal vorbei, nein, wir müssen mal einen Plan machen. Ich habe, als ich mal Kohlenmonoxidvergiftung hatte, habe ich ja. So sechs Stunden intensiver Meditation, habe ich einen Jahresplan entworfen. Nein, toll, dann ist das doch schon fertig. Dann brauchen wir da den Plan mehr. Können wir gerne tun. Na, bei mir ist eh kalt. Nehmen wir lieber nach oben und quatschen da weiter. Das wäre so geil, wenn dieses YouTube-Ding endlich richtig anfangen würde zu laufen. Naja, aber das ist ja schon gut gelaufen. Also vor über ein Jahr, dass man vielleicht so am Ende aus diesem Holz irgendwas. Warum könnte man das nicht so? Ist alles so? Ja, und mach allen anderen Scheiß natürlich auch. Du, dein Spezialgebiet ist dann eben diese Holzfällerei zum Beispiel. Aber kann man da draußen nicht irgendwas. Das ist halt das Problem mit der Logistik, wa? Also. Lass uns irgendwas mieten, meinetwegen für so eine Aktion. Ist ja alles kein Problem, ist ja kein Thema. Aber man liegt ja auch ein bisschen was da rum. Wenn du das Ding hast, ja, aber steht, fällt, wird verarbeitet, am Ende, boom, wunderschön. Nein, ich kann Sitzgruppe, kann ich draus machen. Also Stühle, Tische, ja, Stühle, Säge, die aus. Ja, lass uns doch mal vielleicht so weit auch durchkonzipieren oder durchdenken. Ja, na, ich bin ja auch immer sehr. Weil ich finde das ja nicht schlecht. Pass auf, grundsätzlich, aber ich arbeite ja auch sehr gerne mit Holz. Und ich meine natürlich mit ganzen Scheiß. Wie könnte so eine Hütte überhaupt aussehen? Wir müssen einen Pullover ausziehen. Das vielleicht alles, natürlich wird alles immer gefilmt und so, wa? Und vielleicht entsteht ja daraus sogar auch was. Ein bisschen cooles, wo die Leute sagen, hey, so was will ich auch. So, wenn das was ist, das wird erstmal quasi trocken, die Hülle irgendwo anders aufgebaut, so dass man es auch immer wieder zerlegen kann. Immer so aus. Und dann aus der. Ne, die Länge halt. Die Länge. Und dann haust du ja deine Mumpe dazwischen sozusagen. Und dann ist es halt dicht. Oder eben man schnitzt. Wie du sagst, hier machst du Pilze und machst Zeug und stiftet die irgendeinen Kindergarten oder irgendeinen Scheiß.
Ja, so ein paar Formate lass uns mal so auslegen, was man so nachvollziehen. Naja, also wie gesagt, verarbeitet finde ich ja ziemlich gut, war hier alles möglich. Also hier diese perfekte Dinner. Das würde ich ja unheimlich gerne mal machen. Wa? Und, perfekte heißt das nicht so? Das heißt vielleicht perfekte Dinner, ja. Du kennst das, ne? Nacheinander. Der perfekte Döner, nimm mal den. Der perfekte Döner. Schön durch den Kakao ziehen. Ein Polententest? Der Trüdeltrupp, das sollten wir auch mal machen. Oder Bare für Rare. Was das nicht sagen? Nein, nein, Wolfgang macht den, mach den Verkäufer. Nee, Wolfgang ist das Objekt. Du hast Steiger. Ja, auch nicht schlecht. Wolfgang, genau. Der macht das zwar nicht mit, aber ich schreibe mal in das Objekt. Was hältst du jetzt davon von Kiezsenf an bestimmten, an speziellen Orten? Also, wenn man quasi, ich habe ja so überlegt, tatsächlich zum 1. Mai, dass man sich da hinsetzt. Direkt da. Schräger mal Platz mit dem Tisch so dann so da. Nein, ich finde es auch gut, wenn man dann versteht, also wenn man auch die Leute dann da mit einbezieht. Also. Anbauer. Ja, auch gute Idee. Ja, aber bestimmt die Genehmigung, oder? Ach Quatsch. Wieso? Für was? Dafür, dass man einen Klapptisch sozusagen oder einfach nur einen Schemel unterm Arsch hat? Ja, irgendwas? Weißt du, was ich machen wollte? Unbedingt. Ich wollte mir 100 MVA-Uniformen besorgen. Und dann wollte ich mich nicht aufmachen zum Brandenburger Tor. Das ist jetzt verboten. Das ist ein Unding, oder? Ja. Unglaublich, oder? Ja, aber das ist so. Ein Skandal. Da pass auf, das ist kein Thema. Ich filme das, du machst das, ich filme das. Und dann rennen wir weg. Bist du von den Amerikanern, die kommen dann erstmal her. Formieren sich, Uniformierte formieren sich da gerade. Oder vielleicht sollte man das mal mit Kindern machen. Nehmen wir einfach ganz viele Kinder da die Mauer nachzubauen. Das sind doch gute Ideen, Dennis. Lass das doch mal aufschreiben hier. Do! Wie spät ist denn das überhaupt? 10.42 Uhr, 9.42 Uhr, 21.42 Uhr. Und der Dennis will jetzt einen Burger essen. Na, machen wir das mal. Dennis nimmt den Newton-Döner. Den Newton-Burger. Es gibt keine Burger hier. Ja, ess mal einen Döner, komm. Wahnsinn, ey, wenn das so hoch wäre, das hier, dann wäre die Schulgebühr von 5 Leuten, von 10 Leuten, wäre ja gerade mal die Halt für die Lehrer. Ja. Und die haben ja da entlassen, die sind, haben sie 20 Schüler drin. Also, ich muss erstmal alle sortieren von heute. Ich sage jetzt auf alle Fälle tschüss, wir sehen uns morgen. Vielleicht morgen mit Steigeisen. Ja, was kommt erst um 12? Also wenn dann nach 12 erst war. Meine Kinder? Mir ja. Ich bin auch Rahmenvater. Hier, so sieht es denn aus morgen. Ach Mist, jetzt zeige ich schon die Spoiler. Spoiler-Alarm. Ja, ich sage tschüss auf alle Fälle, wir sehen uns morgen. Tschüss. Definitiv. Und ja, schlaf gut. Bis dann. Ciao.